Hello, one cup, please. Nein, 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 nicht so eine Tasse. Ein Soundcup. Danke sehr. Thank you. Hallo Leute und willkommen hier bei Me AppleCat. Das hier ist also der EasyX Soundcup. Ein röhrenförmiger Bluetooth-Lautsprecher, wie man sieht. Erinnert vom Design her so ein bisschen vielleicht an so eine UI Boom oder sowas. War zumindest mein allererster Eindruck. Und das Teil habe ich mal auf Herz und Nieren getestet und hier kommt mein Bericht dazu. Beginnen wir mal mit den Leistungsdaten. Das hier ist ein Lautsprecher mit insgesamt 20 Watt Leistung. Das ist schon mal ganz nice. Zwei 10 Watt Lautsprecher sind hier drin und als extra Unterstützung haben wir hier auf der Unterseite nochmal einen kleinen Subwoofer, also so eine Membran, die extra nochmal für die tiefen Töne zuständig ist. Und ja, da kommt schon einiges raus. Kann ich vorab schon mal sagen, bevor wir jetzt gleich zum Soundcheck kommen. Also das hat mir schon mal ganz gut gefallen. Ihr könnt den Soundcup einmal so längs hinstellen, denn dafür hat er auf der Unterseite hier solche Silikonstandfüße. Ihr könnt ihn aber auch hochkant hinstellen, denn auch auf der Unterseite hat er extra solche Standfüße drauf. Und ich finde, hochkant macht eigentlich bei dem hier mehr Sinn, da der dann schöner in alle Richtungen abstrahlt und er wandert auch nicht zu sehr. Wandern? Was meint er mit Wandern? Könnt ihr hier mal sehen. Wenn ich ihn also längs hingestellt habe, habe da wirklich laut aufgedreht, irgendwelche Rocksongs laufen lassen mit viel Bass, dann hat er sich hier im Kreis gedreht nach einer Weile und ist ordentlich mitgewandert und mitvibriert. Allerdings nur, wenn er seitlich stand, wenn er hochkant stand, dann blieb er stehen, so wie man ihn hingestellt hat. Wenn er denn schon am Wandern ist, könnt ihr ihn bis zu 10 Stunden lang wandern, also Musik abspielen lassen. Denn hier drin eingebaut ist ein 5200 mAh großer Akku und der hält dann bis zu 10 Stunden. Aufgeladen wird hier über ganz normal Micro-USB und ihr seht, wir haben noch einen AUX-Anschluss mit dabei. Alles verborgen hier auf der Unterseite unter einer kleinen Abdeckung. Schauen wir uns die Bedienelemente mal an. Da haben wir einmal hier den Power-Button dran zum Ein- und Ausschalten. Dann hier ein kleines Mikrofonlöchlein. Natürlich bietet der Lautsprecher auch eine Freisprechfunktion, wenn er mit dem Smartphone gekoppelt ist. Und wir können hier zwischen zwei Modi umschalten, nämlich zwischen dem Indoor- und dem Outdoor-Modus. Und die unterscheiden sich dadurch, dass der Indoor-Modus einfach mehr Bass hat, meiner Empfindung nach, und der Outdoor-Modus etwas lauter und heller insgesamt klingt. Dann haben wir auf der Oberseite einmal stehen hier Volume Plus und Minus und wir haben hier an der Seite, das ist ganz clever gelöst, ich war erst am Rumsuchen, wo muss ich denn hier die Lautstärke einstellen? Hier oben auf den Buttons, aber da sind gar keine Buttons. Nein, denn das ist hier an der Seite dieser Ring, den man einfach nur drehen kann und damit dann einfach lauter und leiser einstellt. Super einfach, da muss man nach keinen kleinen Knöpfen rumfummeln. Den Ring, den hat man super schnell erreicht und schnell mal gedreht. Das, muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut. Aber dennoch gibt es hier oben eine Bedienung, aber die zeige ich euch gleich. Denn zuerst schalte ich das Gerät mal ein, einfach den Power-Button gedrückt halten und dann hören wir diesen netten kleinen Einschaltton. Und dann verbindet sich der Lautsprecher über Bluetooth 4.1, glaube ich war es, mit eurem Smartphone, in meinem Fall hier das iPhone. Gleich kann man es sehen. Da habt ihr es gesehen und auch kurz gehört, dass hier jetzt gekoppelt ist und ich kann auch die Akkuanzeige hier nochmal erkennen. Und dann kann ich euch mal die Bedienelemente zeigen, aber vorab noch hier, der Power-Button dient auch als Play-Pause-Button. Achtet mal auf das iPhone. Da könnt ihr sehen, jetzt spielt er, jetzt wird wieder pausiert, spielt und pausiert. Also somit kann man hier schon mal was steuern. Aber jetzt noch zusätzlich haben wir hier oben die Bedienung und das ist eine Touch-Bedienung. Einmal kann ich hier auch schön sehen, ob ich auf den Indoor- oder auf den Outdoor-Modus geschaltet habe aktuell. Das wird dann dementsprechend beleuchtet. Und wir können hier per Swipe einfach einen Song vor- oder zurückspringen und somit dann eben ja skippen zwischen den einzelnen Titeln. Das kann man schön sehen, wenn ich das iPhone mal etwas hochnehme und ich mache mal hier einfach Play und swipe mal ein bisschen hier auf dem Lautsprecher rum. Ja, dann könnt ihr sehen, dass das wirklich einwandfrei funktioniert. Hier das Springen zwischen den verschiedenen Titeln vor und zurück einfach per Swipe-Geste. Ist auch eine ganz nette Sache, wie das hier so eingebaut ist. So, aber genug von der Bedienung. Jetzt hören wir uns mal das Ganze hier im Soundcheck an. We'll be right back.
da konnte man es, glaube ich, ganz gut hören. Der Sound, der hier rauskommt, ist meines Erachtens nach für diese Kategorie von Lautsprecher hervorragend. Ich bin wirklich sehr zufrieden hiermit. Der Klang, der ist richtig laut, kräftig. Es kommt auch ein schöner Bass hier unten rausgewummert und ich bin damit absolut zufrieden. Ein richtig, richtig guter Klang. Wie gesagt, man kann auch zwischen Indoor und Outdoor immer umschwenken, je nachdem, was einem da besser gefällt. Mehr Bass oder etwas weniger Bass. Und Sidefact, warum das Teil hier überhaupt Soundcup heißt, der hat die perfekte Größe für die meisten Flaschenhalter im Fahrrad. Das heißt, den könnt ihr dann einfach in den Flaschenhalter im Fahrrad reinschieben und habt dann euren Sound mit dabei auf der Fahrt. Und sollte das Teil mal schmutzig werden, kann man auch hier diese Abdeckungen von den Lautsprechern abnehmen. Ich versuche das mal eben. Wenn es mal nötig sein sollte, hier kann man schon mal einen der Lautsprecher jetzt schön sehen, dann kann man auch hier diese Abdeckung abnehmen, schön mal reinigen und dann später wieder draufpacken. Das ist also der Soundcup von Easy Egg, ein wirklich guter Bluetooth-Lautsprecher, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ich habe hier nichts dran auszusetzen, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also, wer Interesse dran hat, den Link, den findet ihr hier unten in der Videobeschreibung drin und ich würde mal sagen, wer den kauft, wird das Ganze nicht bereuen. Das soll es aber gewesen sein, ich höre jetzt noch ein bisschen Musik und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi Apple Cat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.